Hallo, ich bin Yvonne von Madelo und heute stelle ich dir das Kräuterset vor, welches ich entwickelt habe. Ich habe es im Winter entwickelt, denn im Winter wachsen draußen in meinem Garten keine Kräuter. Ich brauche aber immer frische Kräuter in meiner Küche und ich wollte etwas haben, was ich auch wunderbar auf der Fensterbank ziehen kann. Du siehst hier auf diesem Tisch all das, was zu dem Kräuterset, welches du bei uns kaufen kannst, bekommst, also was dazugehört. Zum einen sind da einmal 9 Tontöpfe. Ich habe mich bewusst für Tontöpfe entschieden, nicht nur, weil sie schöner aussehen, sondern weil sie auch tolle Eigenschaften haben. Beispielsweise saugt ein Tontopf überschüssiges Wasser auf, gibt es dann sukzessive wieder ab und das Klima innerhalb des Topfes ist eigentlich viel besser als in einem Plastiktopf. Im Plastiktopf sammelt sich überschüssiges Wasser, die Pflanzen schwitzen. Ja, und es ist für mich auch alles, was ich weniger Plastik verwende, umso besser. Dazu gibt es natürlich noch die 9 Untersetzer, die dazugehören. Du siehst hier verschiedene Tüten, ja, 9 verschiedene Tüten. Hier ist es tatsächlich 9-mal unterschiedliche Erde drin, für jedes Kraut seine Erde, denn Thymian beispielsweise hat ein ganz, also braucht Erde mit einem ganz anderen pH-Wert als Petersilie beispielsweise, ja? Und wo Zitronenmelisse, wo steht sie denn? Hier einen sehr viel nährstoffreicheren Boden benötigt, das braucht Majoran beispielsweise nicht. Ja, und solche Bedürfnisse habe ich einfach berücksichtigt, als ich die Erde angemischt habe für diese 9 verschiedenen Kräuter. So, dann gibt es Bleton dazu, eine Tüte. Bleton, den man unten in den Topf füllt. Bleton hat auch die tolle Eigenschaft, dass Bleton überschüssiges Wasser aufsaugt. Es sorgt dafür, dass das Wasser viel besser abfließen kann und dass die Wurzeln der Pflanzen nicht im Wasser stehen. Wenn die nicht im Wasser stehen, können sie auch nicht faulen. Du erhältst mit diesem Set 9 Saatscheiben, ja, die man beim Bepflanzen hier oben so schön reinlegen kann. Die Saatscheiben kommen von Bingenheimer Saatgut. Sie sind samenfest und in Demeter-Qualität. Ja, was habe ich mir dann noch ausgedacht? Dann habe ich mir noch ausgedacht, nicht jeder mag solche Tontöpfe. Manch einer mag es ein bisschen bunter in der Küche haben. Zu allen Töpfen oder zu jedem Kraut gibt es eine Manschette dazu und ich habe 3 verschiedene Sets entwickelt. Also dieses Set heißt Classic, ja? Es ist in den modernen Grau- und Brautönen gehalten, ganz klassisch. Dann etwas Verspieltes, das heißt Blumenwiese, ja? Und das nächste Set heißt Mandelu, ja? Hier habe ich mich selber ausgetobt und gezeichnet und gemalt und so weiter. Ja, und das Besondere bei den Manschetten ist, also das sieht man hier ganz wunderbar, bei jedem Kraut siehst du, hier sind 2 Tröpfchen, ja, Petersilie, das bedeutet, dass du es ganz normal gießen kannst und die Petersilie auch gerne mal im Halbschatten steht. Ja, bei Kerbel das gleiche. Bohnenkraut zum Beispiel möchte nur wenig gegossen werden und es braucht viel Sonne. Ja? Und bei diesen Manschetten, bei dem bunten, siehst du es hier. Ja? Da hast du hier für Majoran, möchte auch in der Sonne stehen und gut gegossen werden. Ja? Jetzt gehen wir mal zu Basilikum, hat 3 Tröpfchen. Basilikum braucht immer Wasser. Ja, und zu guter Letzt zeige ich dir noch den Flyer, den bekommst du mit dabei. Hier wird so ein bisschen erklärt, welche Eigenschaften Bleton hat, welche Licht- und Dunkelkeimer es gibt, also jetzt in diesem Set dabei, welche Eigenschaften die Kräuter haben. Zum Beispiel gibt es hier immer einen Tipp, wofür du dieses Kraut verwenden kannst in der Küche und auch seine Heilwirkung gleich dabei, denn jedes Kraut ist ja eigentlich auch ein Heilkraut. Ja, so. Ich hoffe, dir wird es gefallen, du wirst eine reiche Ernte damit haben und ich freue mich auf dein Feedback. Und im Teil 2 erfährst du jetzt, ja, wie man das Ganze befüllt. Bis gleich.